Ja, ich sehe das so, wenn die Zeit dafür da ist, kann man mit frisch punkten. Aber wenn es schnell gehen sollte, und das ist halt auch heute, in der heutigen Zeit so, kann man auch vieles mit Tiefkühl punkten. Man muss nur die richtige Ware dafür da haben. Von den Kassen haben wir dann auch das Eis oder unsere Backwaren, die ganz angeschlossen an unser Backstand sind. Wir finden das eine gute Verbindung. Also wir haben zwei Damen, die die ganze Woche die Abteilung betreuen, sind auch gerne bereit, den Kunden was Neues zu zeigen. Ticker entwickelt sich gut. Es sind natürlich nicht mehr so Riesensprünge wie in den früheren Jahren, aber natürlich die neuen Innovationen, die gebracht werden, die entwickeln sich sehr gut, und natürlich auch die Spannen haben sich in den letzten ein, zwei Jahren haben sich ja gut entwickelt. Die Tiefkühltruhe der Zukunft würde aussehen, dass man ein System, was wir auch schon überlegt haben, aber sehr teuer ist, wenn jetzt unterschiedliche Höhen jetzt sind durch den Abverkauf, dass das System das automatisch wieder auf eine Ebene zurückbringt. Ein System haben wir schon ähnliches hier beim Tiefkühlfisch von der Deutschen See. Mein Lieblingsprodukt ist zurzeit Iglo-Rahmgemüse, weil das besonders gut schmeckt und meine Tochter das über alles mag.